Moin, meine Lieben. Ich bin völlig fertig. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich war tatsächlich, als ich diese Präsentation gerade, ich bin einfach aufgewacht, habe YouTube angemacht, habt ihr gesehen und habe einfach witzigerweise auf meiner PlayStation 4 jetzt angeschaut, wie Nintendo einfach nur abging. Es fing ja ganz easy an, sie haben die Nintendo Switch vorgestellt und den Preis und das Release-Datum. 3. März, ein Tag nach meinem Geburtstag. Und halt den Preis, völlig okay. Geiler Preis, 300 Euro für eine neue Konsole, alles völlig okay, cool. Und dann ging es ja langsam los, dann kam dieses neue Spiel mit den Boxen. Ja, sah witzig aus, kann ein witziges Spiel werden. Dann kam dieses komische Partyspiel da mit den Controllern, wo erst alle dachten, jetzt bringen sie da so ein realistisches Ballerspiel raus und dann kommt nur so ein komisches Partyspiel, aber halb so wild. Ist mir im Endeffekt alles egal, denn dann kam Splatoon 2 und alles schön und gut und dann auf einmal ging's ab. Dann war etwas, womit ich hab jahrelang drauf gehofft. Wir haben alle immer drüber gesprochen und haben uns erhofft. Fertig. Ich hab das nicht erwartet. Ich habe zum einen nicht erwartet, dass sie tatsächlich uns ein 3D-Mario geben mit einer Oberwelt. Und als ich das gerade gesehen habe, ich hatte eine Gänsehaut, wie ich sie seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Ich wurde sofort emotional, als ich diese Oberwelt gesehen habe. Und als er dann wirklich gesagt hat, das erste Mal seit Mario 64 und seit Sunshine haben sie eine Oberwelt kreiert, in der wir umherlaufen können. Ich habe angefangen, ihr seht das ja, ich wurde richtig emotional. Ich habe mich so gefreut, dass ich geweint habe. Ich hätte zum einen nicht erwartet, dass sie es tun, zum anderen hätte ich nicht erwartet, wie sehr ich mich wirklich auf so ein Mario-Spiel gefreut habe. Und es sah so geil aus. Diese Oberwelt, er wird jetzt ja noch mehr erzählen. Wahrscheinlich werden wir noch was erfahren zu dieser komischen, an die reale Welt angelehnte Oberwelt. Das sieht so ein bisschen aus, auch wegen Odyssey, dass sie da so ein bisschen Online-Kram machen, vielleicht sieht man an, das werden wir ja noch erfahren, aber allein der Fakt, dass wir diese Oberwelt haben, aber auch die anderen Welten, das Spiel sah so geil aus, das Spiel sah so gut aus, ich freue mich so auf dieses Spiel, Leute. Ein Super Mario-Spiel, ein neues, richtiges 3D-Mario mit einer Oberwelt. Es ist ein neues 3D-Mario, es sieht so gut aus. Es sieht so unglaublich gut aus, diese ganzen Welten, so abwechslungsreich, nicht nur bunt und nicht nur mit tollen Ideen voll, sondern habt ihr mal gesehen, diese Waldlevel zwischendurch, diese düsteren Level, das sah so gut aus. Ich habe so einen Bock drauf und vor allem, was ich halt geil fand, es sah teilweise echt nach ziemlich offenen Welten aus, weil er da sehr frei rumlaufen konnte. Kann natürlich jetzt täuschen. Aber dann diese Oberwelt, das ist natürlich so eine komische, es sieht aus wie so ein Online-Hub-World, das heißt, dass da vielleicht noch andere Spieler rumlaufen, dass da irgendwas Online-mäßiges passiert. Es ist ja so eine komische Stadt gewesen, aber ich bin drauf, hallo, ich bin gehypt. Es ist eine Oberwelt, sie haben es extra gesagt, seit 64 und seit Sunshine das erste Mal wieder eine Oberwelt. Wie geil ist das? Und man konnte ja schon, hat man gesehen, dass er Seilspringen macht. Vielleicht kann man da Blödsinn machen und irgendwelche Sachen machen, um Sachen zu entdecken. Vielleicht Secret Level, vielleicht Sterne, was man weiß ja noch nicht, worum es da gehen wird. Super Mario Odyssey, danke dafür. Dann, ich weiß gar nicht mehr, ich bin direkt hier nach, jetzt hier vor der Kamera, denn ich habe jetzt mir nicht angeguckt, was da alles kam. Ich weiß noch, es gibt einen. Das aus, ey.
Schwert. Gesehen. Aber scheißegal, Alter. Xenoblade Chronicles 2 and Koei Tecmo's latest game, Fire Emblem Warriors. Ein Fire Emblem für die Switch! Was zur Hölle? Neues Super Bomberman. Es gibt ein neues Sonic im 2D-Stil. Wie geil ist das? Ich hätte mich klar über ein neues 3D-Sonic gefreut, aber das kommt bestimmt. Aber so ein neues 2D-Sonic, wo auch noch alte Level wieder mit aufgenommen sind, geil. Es gibt ein neues Xenoblade. Ein Xenoblade 2. Xenoblade Chronicles X. Lassen wir mal außen vor, ja? Flop. Aber Xenoblade Chronicles war so ein geiles Rollenspiel. Und jetzt kommt Xenoblade 2. Klar, andere Charaktere, aber habt ihr die Welt gesehen? Habt ihr gesehen, wie das aussieht? Wie schön die Musik war? Und es ist wieder ein Monado-artiges Schwert dabei gewesen. Hype. Hype. Dann kam ein neues Fire Emblem, wurde angeteasert. Ein neues Fire Emblem für die Switch. Hype! Geh weg da, Fliege! So ein kleines Fruchtfliegen-Misty. Moment. Kriege ich. Das schwebt direkt vor der Linse rum. Das ist doch hier eine Frechheit. Was war noch? Man hat kurz Street Fighter gesehen. Sah aus wie eine Virtual Console. Es sah nicht aus wie ein neues 2D Street Fighter. Aber völlig egal. Es wurden noch andere Sachen angekündigt. Ich hab schon wieder alles völlig vergessen. Ziemlich geil war, das hatte ich auch kurz gesagt, dass halt Leute von Bethesda und von EA da waren und Spiele vorgestellt haben. Klar, es waren nur Ports alter Spiele. Ist mir egal, es ging um die Message. Es ging darum, dass Bethesda und EA mit Nintendo arbeiten und sagen, dass sie gerade, dass für sie ein Traum in Erfüllung geht. Habt ihr mal zugehört, was die Leute gesagt haben? EA, die sich immer über die Wii und Wii U lustig gemacht haben, die sagen, sie respektieren Nintendo für das, was sie über die Jahre gemacht haben, dass sie das Business vorangetrieben haben. Haben beide gesagt. Und er hat sogar gesagt, Nintendo war immer meine große Leidenschaft. Er hat sogar seinen Sohn den Mittelnamen Luigi gegeben. Was für eine Huldigung an Nintendo ist das bitte? Das war halt einfach nur herzerwärmend und richtig, richtig schön, was sie da beide gesagt haben. Und einfach diese Message, ja, wir werden mit Nintendo arbeiten, es wird Drittentwicklerspiele dann auch für Nintendo geben. Und wenn sie endlich wieder den Drittentwickler-Support bekommen und dann vielleicht punkten können mit den Controllern, mit der Spielbarkeit, mit dem Rausgehen, mit dem Bildschirm, den du abnehmen kannst, all diese Features, die gezeigt wurden, wer weiß, was dann die Nintendo Switch alles noch schaffen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher jetzt schon, die Nintendo Switch wird sich relativ schnell öfter verkaufen als die Wii U. Einfach weil es was Neues ist. Und habt ihr die Spiele gesehen? Es sind so geile Spiele angekündigt worden. Klar kommen die jetzt nicht alle zum Launch, was mich halt so ein bisschen stört. Aber sie brauchen keine anderen Spiele zum Launch. Denn habt ihr den Zelda-Trailer gesehen? Leute, habt ihr diesen Zelda-Trailer gesehen? Ich war völlig fix und alle. Ich war ja schon davor ziemlich emotional bei einigen Sachen, aber bei Zelda, da war ich völlig raus. Legend of Zelda game. How do you like it? Miyamoto spielt heimlich hinten rum. That's great. Almost sure. Well, so many eager fans want to know the one critical question. When are we launching The Legend of Zelda Breath of the Wild? Dann kommt's auch. それ聞くならね、もっといい人がいますよ。あ、レジ。Mr. Aonuma. Yeah. You're the producer for The Legend of Zelda Breath of the Wild.
You know everything about the game. Certainly you must know. When are we launching the game? それはね、僕も知らないんですよ。東京会場の君島さんに伺ってみてください。Well, I guess that settles it. There's nothing left for me to do but to throw it back to Tokyo. And Mr. Kimishima, do you have the answer to that question? Komm, launch. Shibata-san, Reggie-san, bitte, komm. Yamada-san, Anaonuma-san, thank you very much. Was zum Launch, komm. You've left me with a very important task, but I'll have to come back to your question in a second. The Nintendo Switch launch is just around the corner on March 3rd. Ja, ja, 3. März. Tomorrow and the next day, we'll hold a Nintendo Switch hands-on event at the big site in Tokyo. And we'll begin taking pre-order reservations at retail in Japan starting January 21st. Komm, sag! I hope that we've shown enough to earn your support. Now, we do have one last thing to share with you today. Before we do, I would like to humbly and sincerely thank everyone here for listening and everyone around the world for tuning in. Geil aus. Ich will das Spiel spielen. Thank you.
gerade. Alter, ich bin völlig fertig. Ich hab schon lange nicht mehr sowas Geiles gesehen. Ich hab vielleicht noch nie sowas Geiles gesehen. Alter, bin ich jetzt fertig. Ich bin so gehypt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay, Geld ist zur Seite, Geld ist geplant. Das Ding wird gekauft und sofort mit Zelda. Da wird das neue Mario gekauft und die ganzen Spiele, die man... Oh, Leute, ich muss mich erstmal beruhigen. Es sah so gut aus. Es sah so unglaublich gut aus. Diese ganzen Welten und irgendwie wirkte alles, da war immer irgendwo was los. Die Art, wie du durch diese Welt gehen konntest. Und dann kam Story. Es kam Story, es kam Sprachausgabe. Es kam endlich Sprachausgabe. Wir haben endlich Sprachausgabe in Zelda und die Sprachausgabe klang so unglaublich gut. Und es sieht tatsächlich, Link bleibt stumm. Da bin ich mir ziemlich sicher, so wie sie das gemacht haben. Link bleibt stumm, aber alle anderen reden. Das heißt, die Story, die es in diesem Spiel gibt, die wird dir erzählt. Es waren jetzt schon so kleine emotionale Szenen da eingepackt, die durch Sprachausgabe einfach so viel emotionaler wirkt. Es ist so geil, ich bin so heiß und es kommt zum Launch der Switch. Das heißt, sie brauchen erstmal keine anderen Spiele. Es ist egal, ich spiele erstmal Zelda und werde mir das beides aber sofort zum Launch holen. Ich bestelle noch nicht vor, da ich jetzt noch auf eine Special Edition warte. Außerdem, ja, wenn die ausverkauft sind, die Dinger, wovon ich nicht ausgehe, warte ich halt eine Woche. Ich weiß nicht, ob ich das dann aushalte. Junge. Wow. Der einzig Negative an dieser ganzen Präsentation war die Akkulaufzeit. Da sie gesagt haben, von Spiel nach Spiel geht das so von 2-3 Stunden bis 6 Stunden. Hätte mehr sein können, aber man merkt ja immer wieder so bei Geräten heutzutage, dass einfach eine lange Akkulaufzeit scheint unglaublich schwer zu bewältigen. Ich glaube, hätten sie es gekonnt, sie sind sich des Problems ja bewusst, dann hätten sie wahrscheinlich versucht, die Akkulaufzeit zu erhöhen. Andererseits ist jetzt die Frage, muss ich wirklich, wenn ich unterwegs bin, mehr als 4, 5, 6 Stunden mit der Nintendo Switch spielen? Das heißt, wenn ich mal... Das Einzige, wo es ein Problem werden könnte, ist, wenn du auf einem Flug bist, der länger geht. Aber bei einem Flug, der länger geht, da hast du auch Strom irgendwie in der Nähe. Also ich glaube, dass das ausreichen wird. Ja, ansonsten bin ich mega mäßig krass gehypt auf die Nintendo Switch. Auf die ganzen Spiele, dieses Square Enix Rollenspiel. Square Enix macht ein Rollenspiel für die Wii U, für die Switch. Das heißt einfach nur diese ganze Zusammenarbeit, diese Message der Drittentwickler, das ist auch so unglaublich, was mich hypt. Und es war einfach von vorne bis hinten geil. Am Anfang ging es locker los und dann hat mich die Präsentation einfach so gepackt. Und ja, ich habe lange nicht mehr, wenn überhaupt, jemals so etwas Emotionales mitgemacht, dass ich wirklich gemerkt habe, was für Hoffnungen in mir gesteckt haben. Was ich gehofft habe, was Nintendo jetzt endlich mal wieder abliefert. Und diese Hoffnungen wurden heute bestätigt und geweckt. Und ich bin jetzt wieder aber sowas von auf dem Nintendo Hype Train. Und deshalb hat mich das, glaube ich, auch so emotional gepackt. Da einfach ich immer versucht habe, ruhig zu bleiben, aber einfach doch sehr viel gehofft habe. Und Leute, habt ihr das gesehen? Das war mein Wort zur Nintendo Switch Präsentation. Es gibt jetzt ja diese Tage. Ich kann leider nicht nach Frankfurt heute. Ich wurde ja eingeladen. Ich kann leider erst am 24. nach Berlin und mir die Nintendo Switch angucken, wenn ich es denn da schaffe. Diesmal kam leider etwas Privates aus dem Familienumfeld dazwischen. Etwas sehr Wichtiges. Deshalb kann ich nicht nach Frankfurt. Aber was soll's. Wenn jetzt noch andere Sachen auftauchen, ich guck noch mal kurz, ich habe es ja hier offen, ob ich jetzt irgendwas, einen Kommentar zu irgendeinem Spiel vergessen habe. Also, dieses ARMS hieß das, Xenoblade, Splatoon 2, Tetris, Sonic, Bomberman, Mario Maker, bla bla bla.
Dragon Quest, da sind bestimmt einige Leute voll ausgeflippt, dass jetzt ein neues Dragon Quest tatsächlich für die Nintendo Switch entwickelt wird. Naja. Leute, was ist eure Meinung zu dieser Nintendo Switch Präsentation? Guckt euch die vorher erstmal vielleicht an, bevor ihr mein Video guckt. Ich habe jetzt zwischendurch Reaktionen von mir eingestreut. Sorry für die Qualität, ich habe spontan mit meinem Handy aufgenommen. Eigentlich wollte ich gar keine Reaktion dazu filmen. Aber als ich dann halt einfach nur abgegangen bin, habe ich gesagt, das kannst du ja mal kurz festhalten. Auch wenn ich einfach total im Wuschel-Look war. Ja. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt mir in die Kommentare, über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich bin jetzt am Wochenende nicht da. Das heißt, wenn jetzt noch irgendein krasser Trailer, irgendein krasser Shit auftaucht, dann kann ich erst im Laufe der nächsten Woche dazu Stellung nehmen. Aber ich bin durch. Mir reicht das völlig, was ich heute gesehen habe. Das Mario-Ding, das Zelda-Ding, Xenoblade. Ich bin einfach nur fertig. Vor allem dieser Zelda-Trailer. Leute, ich hatte so eine Gänsehaut. Ich war so fertig. Ihr habt's gesehen. Wir sehen uns. Ciao.